Hallo Leute, willkommen zurück beim Red Talks für unser Projekt The House of Da Vinci. Ja, kurz habe ich auch viele überlegen und auch gedacht, da habe ich etwas falsch gemacht. Und da könnte ich auch mich vorstellen, da muss ich irgendwie was wieder nicht gut war, dass ich komme wieder nach oben. So. Ich versuche wieder mit euch irgendwie für oben zu kommen, das gibt eine Losung. Aber die Losung ist, muss man richtig suchen. So, okay, da komme ich hier. Also Sie sehen auch, dass ich muss hier oben, ne? Aber da kann ich auch nicht umdrehen. Und das ist auch die Sache. Vielleicht so irre. Wir werden das Problem lösen. Das ist auch keine Fragen für mich. Okay, aber Moment mal. Jetzt. Ich glaube, ich habe jetzt der Tricks verstanden. So verstanden. Ja klar. So war das. Ah, und die letzte Folge haben Sie auch gesehen. Da habe ich gesucht überall. Da war nur plus eine Teil, die wieder umdrehen und umdrehen. Wo das war wahrscheinlich auch alles erklärt mit diese Medaillon. Okay, und jetzt. Achtung, oh. Da muss ich wieder. So. Kann man das auch schieben? Ah, okay, kann man schieben. Ja, gut, aber. Das bringt auch mir nichts, wenn ich schiebe das. Ah, Moment mal, Moment mal. Könnte ich das auch jetzt. Ne, ich kann das auch nicht schieben. Aha. Aber. Nee. Da fällt uns eine Karre. Ja. Dem Karre. Wie kriegt man dem jetzt? Okay. Ah. Kann ich dem oben schieben? Nee, ich kann nur so schieben. Es gibt einen Hinweis. Diese Teil der Lampe sieht wie eine Kombination die erste beide aus. Die erste beide aus. Okay. Die erste beide aus. Okay. Aber ja. Die Probleme. Da muss ich auch. Boah. Ich hoffe, Sie haben Spaß weiterhin. Ich bin jetzt mit meiner fünfte Folge im Schnitt zu nehmen, zum Aufnehmen. Ich habe wirklich viel Spaß, aber da ist auch die Logik auch immer zu achten. So, was spricht die diese Medaillon? Ah, da muss man zweimal das verschoben hier. Okay, okay, Moment mal. Wenn ich muss das zweimal verschoben. Ah, die Problem ist, da kriegt man auch nicht, oder, Moment mal, jetzt geht's, okay, hoppla, so, jetzt, okay, bis jetzt, ich habe, ich mache jetzt mit diese Kombination. Aber ja, okay, die Kombination ist. Aha. Ich muss runterkommen, jawohl. Und Moment. Das haben wir geschoben. Das muss man drehen, okay. Aber jetzt,
Da komme ich auch nicht so ganz dran, oder? Nee. Die Teil ist jetzt gesperrt hier. Oder Moment mal. Einmal so und... Nee, da komme ich auch nicht das bewege. Ah, jetzt. Ja, gut, aber... Das mich auch... Falsch gemacht jetzt. Ich hab's falsch gemacht jetzt. Oder Moment mal. Ah, vielleicht. Ah! So, Moment. Ich drehe das richtig, okay. Ah, okay. Ja, aber, das wird nichts wieder. Weil ich komme nicht dran wieder. Ja. So, Moment mal. Diese Teil, die kann ich vergessen, die brauche ich nicht. Okay, aber ihr war auch gesagt, muss man schieben. Okay, das haben wir auch gemacht. Aber gut, aber ihr... Da ist auch Chaos jetzt. Da ist ein Chaos. Oder ich sehe falsch. Ich komme auch nicht dran, das ist klar. Ja. Da haben wir ein Problem jetzt. Weil irgendwie, ich komme nicht rund. Ihr... Ah! Moment mal, ah doch, vielleicht war auch das optimal. Ich hab's auch nicht gesehen. Ah, doch, jetzt. Moment mal, das ist irgendwie, muss man viele Kombinationen aussuchen und dann funktioniert das alles. Okay. So, jetzt, Moment mal. Jetzt, okay. Und das muss mal darüber machen, oder? Ah, da, ich bin nicht der Schnellste. Ich weiß nicht, oder, ob jemand hat besser gemacht. Okay. Nee. Da muss ich wieder was bewegen, oder? Ah, ja. Die Karre hier muss ich bewegen, aber ich sehe keine Karre. Oder habe ich nicht aufgepasst? Nee, da ist keine Karre. Ja gut, aber ich muss unbedingt... Ah, Moment mal. Nee, da werde ich falsch. Oh. Ah, das ist schön... Schön gut gemacht, aber wie gesagt... Dass sie mal auch sehr viel beschäftigt, zu finden die passende Lösung. Ah, jetzt, Moment mal. Nee. Da komme ich nicht so weit. Hä? So. Moment mal. Dieser ist... Dass ich muss runterkommen, okay. Aber wir haben nur drei Teile hier. Kann ich das oben bewegen? Nee, da komme ich nicht so dran. Hä? Jetzt ist die Frage, wie komme ich jetzt runter? Weil das ist klar, ich muss hier kommen. Okay, aber da komme ich wahrscheinlich nicht mit diese Teile. Aha. So, was spricht noch diese unser Geheimnis? Vielleicht muss ich wieder was drehen.
Ja. Aber jetzt. Nee. Da ist Kreuz wieder sowieso angekündigt. Ai, wie krieg ich das? Weil hier bin ich richtig, aber die Problem ist, Sie sehen auch, das sind zwei Karre, die fällt außen. Ich muss den Weg zum Ende des Labyrinths durch Verschieben und Drehen der Plättchen erschließen. Okay. Dann geht das alles mit viel Dreh und dann vielleicht muss ich auch wieder zurückgehen oben. Nee, da kommen wir auch nicht weiter. Eieiei. Ich bin jetzt am Suche. So, wie könnte das funktionieren jetzt? Wir haben gesehen, dass diese Teil, okay, das passt schon mit diesem Teil, aber das ist danach die Wege. Hier kommt man nicht, das ist gesperrt. Eieiei. Da habe ich etwas falsch gemacht, oder wie? Ich bin mir nicht so ganz sicher, dass ich habe etwas falsch gemacht. Ja, hier kommen wir nicht. Ah, Moment mal. Hier, ah. Da muss man immer achten. Das auch schön gesagt. Muss man drehen und so, und das muss ich schieben. Okay. Und da kriegt man die Losung. Jawohl. Okay. Und da bin ich richtig wieder, oder? Okay. Ja, aber jetzt nicht mehr richtig. Ich bin rund unten gekommen. Da ist kein Problem. Aber wie kriegt man das jetzt? Soll ich das drehen? Ah, ja, jetzt ist die Sache. Ich brauche wieder Erklärung. Ja, hier könnt man nicht, ja. Das ist klar. Aber warum kann man nicht so rankommen? Da ich verstehe das nicht so ganz. Ah, Moment jetzt. Okay. Ich habe jetzt. Nee. Da kommen wir gar nicht hier. Hä? Das ist jetzt nicht so etwas logisch. Ich verstehe das nicht so ganz. So, Moment mal. Ah, jetzt Moment mal. Ich glaube, da muss ich wieder was ausprobieren. Ja, aber jetzt ist die Sache, da komme ich auch nicht. Ah, jetzt. Ha, ha, ha. Okay. Ah, das war viel Arbeit, ne? Applaus für mich, Applaus. Das war die extreme Herausforderung für mich. Kleine Schlüssel. Oh, was ist jetzt los? Oh, 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 oh.
Ah, da geht das tief in den Boden. Okay. Ja, sowieso, der hat gesagt, dass eine Werkstatt oder das ist unten. So, jetzt, wir haben einen Schlüssel. Und normal, dieser Schlüssel passt zu die Holzkiste, zur Kaste. Ich vermute. Ja, das kennt man schön, dass man sich fragen. So, und jetzt machen wir das Teil auf. Was kommt doch jetzt raus? Ein reicher Verzieht-Ziegel. Okay. Für was brauchen wir das wieder? Der hat alles im Großsicherheit gemacht. Ja, super. Aber ich finde das nicht so ganz toll, wenn der macht alles im Sicherheit. Jetzt muss ich mich ausdenken, was könnte man machen jetzt? Okay, wir haben eine. Ah, vielleicht kommt das für oben. Ah, jetzt, ja. Das war doch klar, oder? Nee. Oh. Da muss ich das verwenden für etwas anderes, oder? Ah, doch. Okay. Aber dann. So, das gibt einen Hinweis. Das Siegel aus der Elfenbeintruhe verdient eine nachher Betrachtung. Ah, ausgerichtet siegelt. Ah. Okay, wir haben auch das Gelöste. Und jetzt könnte man das benutzen. Ach, du lieber Gott. Oh, was ist das für ein Mechanismus wieder? Okay, muss man etwas drehen? Oder wie ist das? Ah, okay. Da muss ich mit die Lichter verbinden, alles. Okay. Aber ich kann das auch nicht so gut verbinden, oder? Moment mal. Die Licht sollte verbunden sein, oder? Sie sehen auch, das sind durch Diamante. Oder ich weiß nicht, oder das sind Diamant. So, das gibt wieder eine Hilfe. Wofür die ist der seltsame Kristallmechanismus in der Lampe? Ja. Ich glaube, da kriegt man das raus, oder? Ich hoffe mal. Jetzt Moment mal. Nee. Ah, da kann ich nicht weit das bewegen. Ah. Moment mal. Ah. Da geht das zweimal. Okay. Ja. Da kriegt man Problem. So ich selber. Ich muss irgendwie diese Licht verstrahlen. Aber ihre strahlt das nicht. Warum? Warum wäre das nicht verstrahlen? Und sowieso ihre auch nicht. Oh, da muss sich noch achten. Da muss ich noch achten, wie das funktioniert jetzt. Ich weiß nicht ganz genau, selber.
Aber ich werde sagen, wir machen das in die nächste Part zusammen. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit mir weiterhin mit diesem Projekt und wir sehen uns in die nächste Folge wieder für diese Rätsel zu ihr zu lösen. Viel Spaß weiterhin und ciao, mach's gut. Bis dahin, ganz viel Spaß, ich freue mich auf euch.